Moin Leute, hier zurück bei Call of Duty Vanguard, das Haus Patrouille 7 vs 7. Ja, das ist eine sehr kleine Map, kann man mit Newtown vergleichen. Dieser Spielmodus ist eben identisch, noch ein bisschen kleiner sogar die Map. Aber um hier viele Abschüsse zu kriegen und auch alle anderen Sachen hier mal auszuprobieren, ist es eigentlich gar nicht so schlecht. Aber es ist nicht schwieriger, es ist nicht so einfach. Ja, ich muss mit der MG42 wieder rumballern, weil ich muss die leveln, ich muss mit denen vorankommen, deswegen muss ich die jetzt wieder spielen. Muss hier immer in dem Gebiet bleiben, bei der Patrouille hier immer, und dann die Punkte einnehmen. Aber man sieht, es ist nicht so einfach, wie es klingt. Wo ist das denn jetzt? Ah, Orientierung verloren. Also, es ist schwer hier eine Orientierung zu verlieren, aber ich wusste nicht, wo die Zone hin ist, aber so, hier tue ich mal kurz ab und ich baller mal kurz ein bisschen rum hier. Nein! Ja, die Map ist sehr klein. So, ist ein Paket hier oben hingeflogen? Nein. Okay, gut, dann kann ich direkt weitermachen. Pech gehabt. Patrouillenzone gesichert. Boah, da sind sie alle. Sie haben die Patrouillenzone. Wo ist die Patrouillenzone hin? Okay. Feindliche Vorräte nähern sich. Die bewegt sich immer, wie gesagt, die Patrouillenzone ist ein bisschen anstrengend. Aber es geht trotzdem noch weiter. Hauptsache, man kann so ein bisschen ballern. Und seine Waffe leveln vor allem. Das ist sehr wichtig, finde ich, wenn man die Waffe leveln kann. Oh, das wurde reingezogen. Aber wie man sieht hier, man kriegt sie doch ganz schnell mal auch einen auf den Deckel. Ey. Oh ja. Oh, was war das jetzt? Egal, ich kriege auch gerade alles ab, was man abgeben kann. Aber macht nichts. Nein, zu spät gezogen, die Waffe. Uiuiui. Sie drängen uns zurück. Drängen uns zurück. Das muss man ganz schön lassen. Ach komm. Los, setz dich da in die Zone rein. Ach komm. Überall, von überall wird es angenudelt hier. Eieiei. Eieiei. Ja gut, das ist die MG natürlich hier etwas falsch für die Map, sagen wir es mal so. Oh, aber ich muss hier leveln, das Problem. Ja, hier habe ich hier keine Chance. Und die Patrouille, diese Zone eiert jetzt immer von einer Seite bis in die andere. Feindlicher Tiefflugangriff! Oh, komm schon, jetzt mal noch geben können hier. Er wird knappig hier, wird knappig. Führung verloren. Ja, Führung verloren. Kein Ding. Doch, ist es nicht. Wir geben es hier alles. Uiuiui. Nein, hat er mir einen verpult oder was? Da kriegst du ja nichts mit mehr, ey.
Hier ist nur drauf. Kontakt in der Patrouillenzone. Ja. Los, Team. Ihr müsst da rein, Mann. Ihr müsst da rein. Was ist Rolle hier? Reiner. Immer reiner. Egal, wie es drauf geht oder nicht. Immer rein. Ah. Ein Chaos. Jetzt wurde mit Bajonett angelatscht, ja geil. Ich kriege halt hart auf den Deckel, aber wie gesagt, das ist auch nicht anders. Das ist mir einfach zu klein für, ey, das ist so hart. Ich renne ja auch immer in den Tod rein, aber ich will die Patrouillenzone einnehmen, ich will das ein Gewinn hier. Boah, Bajonettangriff. Da sitzt du dann in dieser blöden Ecke und Shotgun erstmal eine Runde, ey. Da sitzt wieder einer in der Ecke. Ey, wieso campen die alle? Was soll das? Die ollen Camper, ey. Oh, da kommen sie alle, ey. Haben sie schon vorher drauf geschossen auf die Ecke da. Die Patrouillenzone ist unter. Ah, fuck. Ja, Alter, ich konzentriere mich halt gerade nur darauf, den Punkt einzunehmen, ne? Mehr nicht. Ach, komm, ey. Weil die irgendwie die zieht auch wieder nicht, doch. Uiuiui. Spione am Himmel. Patrouillenzone muss verteidigt werden. Lasse mir Vorräte. Das ist unterwegs. Mit den anderen wollen auch einfach nur Kills machen anscheinend. Wow. Feindlicher Aufklärer in der Luft. Spione am Himmel. Ja, komm. Leute, jetzt geht doch mal rein da wieder. Wir müssen einnehmen hier. Komm. Ich mal schön reinfummeln können da die Leute, aber ich bin hier drauf. Armer Hundi. Wir haben die Patrouillenzone. Wir haben unsere Vorratskiste zerstört. Oh, jetzt kommen sie da alle. Ja, das Problem ist, mit MG kannst du schnell genug anvisieren. Du bist halt sofort instant tot. Machen, was du willst. Wenn du nicht da schon an den Ballern reingehst, hast du verloren. Sieg! Oh, das wäre so anstrengend. Oh, war so anstrengend. Oh. Ja, probiert es aus. Wie gesagt, da kann man gut Waffen leveln, aber wenn ihr halt die Patrouille und das, den Sieg hier nach Hause holen wollt, dann dürft ihr halt nicht rumcampen. Ihr müsst ja wirklich in die Patrouillenzone rein und immer wieder einnehmen. Nicht vergessen. Wie gesagt, ich kann mal echt perfekt auf dem Level noch mit. Das Haus. Meist sehr warm, ja. Da muss ich mich ganz selber wählen erstmal. Weil das hat den Sieg gebracht.
Obwohl ich gar nicht so gut war, um ehrlich zu sein. Mal gucken. Ja, geht ja. Eine 107 Sekunden drin, oder was heißt das? Ich bin MVP. Gut, ja, MG42 können wir uns auch nochmal kurz angucken, aber wie gesagt, die ist noch nicht fertig gelevelt, das dauert noch. EP gesammelt, das ist schon mal sehr gut. Ah, das war eben noch voll Leute zugedröhnt, eben auch nochmal das Magazin freigeschaltet, okay. Alles muss ausprobiert werden, alles muss getestet werden im Spiel, ist alles noch neu, alles frisch. Das ist schon sehr gut. Wie gesagt, ihr müsst die Operator ja alle freispielen hier, wie gesagt, ne? Und ich spiele jetzt gerade hier sie hier frei. Und da muss ich auf 300 Kills kommen mit LMGs. Und das dauert halt ein bisschen. Und dann spiele ich mit erstmal ihn hier. Aber wie gesagt, es ist halt eben alles so mit freispielen, das dauert noch. Das dauert noch, das ist noch nicht ganz fertig. So, L-Bremse lassen wir drinnen bei der MG42. Das können wir auch drin lassen. Das war jetzt auch okay. Wie gesagt, viel freigeschaltet ist noch nicht, wie man sieht. Was bringt das mehr? Präzision, Stabilität, Zielstabilität, Sprinten zum Feuern, Tempo. Ja, da muss man halt mal selber genau auswählen, was man machen möchte. Das ist sogar schlechter, glaube ich. Das lassen wir dann mal. Brandgeschosse, bringt mich das irgendwie weiter? Weiß ich auch nicht. Stoffgriff, was das bringt, ist eine andere Frage. Ja, sonst lass es jetzt so, wie es ist. Ja, das war die MG42 erstmal so dahingestellt, wie gesagt, und sonst probiert selber aus. Danke fürs Zusehen, reingehauen, zum nächsten Mal hier bei Call of Duty Vanguard. Tschüss!